Dir? Ja, ich war auch krank, mehr oder weniger. Ja, leider. Oh, dann bin ich ja froh, Ja, dass du auch wieder gesund bin und auch froh, munter dass du bist. es wieder geschafft hast. Du hast hier Civilization geholt, ne? Sehr schön. Ja, ich hab's schon länger. Aber ich bin nie richtig dazu gekommen, es zu spielen. Und jetzt habe ich mal Ja, ein hab Spiel, wie ich du auch. gesehen hast, Also wenn du noch nicht gestartet. willst, zocken wir Sky, können wir zusammen zocken. Warte, klar. Und ich finde es auch echt geil. Also das ist halt ein richtiges Spiel für Ja. Erwachsene, Da sage können, ich das können mal. wir auch mal gegeneinander oder miteinander spielen, falls du Lust hast, Battleboy, ne? Bin doch offen. Ich Ja, habe auch Zeit ist ganz so viel kostbar, Lust. ne? Ja, ich würde so gern mal knuspern hier in Was meinst du? SWTOR, Aber ich habe ey. letztens ein lustiges Zitat gesehen. Religion ist der Streit erwachsener Menschen, wer den besten imaginären Freund hat. Stimmt schon irgendwo, ne? Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Der Streit Definitiv. erwachsener Menschen, Könnte wer man den besten meinen, ja. imaginären Freund hat. Was willst du mir sagen, Chef? Er will, dieser Schau wem. Wirt schreit mich gerade an. Geh Ja. dir mal kurz so. Ich auch. Was ist Jetzt los? ist er weg. Ey, ihr könnt mich hier nicht alleine lassen. Verdammt, auf welcher Taste mache ich da nochmal Dings? Ach, verdammt. Wo kann ich mein Fahrzeug? Ach, hier bei Fahrzeugen. Sind mittlerweile wieder so viele Testmitglieder da, ne? Aber zumindest finde ich die bis jetzt alle. Boah, ich muss unbedingt mehr Ist das spielen, echt ey. so Also geil, SWTOR vor SWTOR? allem. So nicht schlecht, also nichts gegen die Story. Die Story ist. Die Ja, Story ist top. so geil, keine Das Ahnung. Endgame ist. Viele finden es ja gar nicht mehr so geil, Also die aber Story, die ich kann fand man, es jetzt also nie die richtig Story, die kannst schlecht. du auf jeden Fall einmal spielen, mindestens. Für jeden Charakter. Gut, jetzt das Endgame, da lässt sich drüber streiten, aber die Story auf jeden Fall, also die Story macht schon spielwürdig. Und die Story ist gut. Da es ja kostenlos ist. Und du wohnst in Dortmund, ne? Das heißt, wenn du die Spiel-CD brauchst, kannst du ja mal vorbeikommen. Ich glaube, es sind irgendwie 13 Gigabyte oder so. Die du Du wohnst sonst. auch in Dorf, oder Nö, nö, ich wohne in Troisdorf, neben Köln. was? Ja, scheiße. Ja, die sind Eine ideal Minute. in Köln, habe ich das Gefühl. Eine Stunde Fahrt. Du musst dich mal mit Angie treffen. Ich muss unbedingt mal in SC-Tor Ja, vorankommen, ich das sehe geht ja schon, nichts komm, du hast das mehr, ey. Spiel immer noch nicht durch, aber die Server sind schon down. Naja, ich hoffe ja, dass das Spiel für Selbst immer, WoW wird für bald ewig down leben geschaltet, wird. ja. Doch, die wollen auch jetzt, also ich denke, sobald sie das Ach neue Quatsch. MMORPG, das immer weniger. Und die werden WoW so lange Nee, betreiben. nie im Leben. Die werden das neben WoW Nein, aufbauen, aber die werden solange das da noch nicht damit WoW ist, ablösen. werden sie es behalten, das ist natürlich klar. Aber irgendwann wird es zwangsweise abgeschaltet werden, weil die Technik. Ich denke nicht. Also das Meine dauert aber Generation noch wird das nicht über zehn schneller, Jahre weil auf die jeden Grafik Fall. sich in den nächsten Jahrzehnten so schnell Nie im Leben. erweitern wird. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass es bald wirklich keine Maus und Tastatur mehr gibt, sondern man nur noch mit den Händen steuert. Das sehe ich jetzt schon. Kann Nee, es mit ja den sonst Händen steuern ist doch beschissen. Ja, und Mit den selbst Händen dann wird kannst es du ja WoW keinen noch Krieg geben, führen. glaube ich. Ich meine, WoW wird auch immer Na wieso? Dann hast du eine weiterentwickelt, wenn virtuelle du so möchtest. Tastatur. Eine virtuelle Maus. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel mit zwei Fingern oder einem kannst du Truppen auswählen, dann irgendwo anders hinschicken. Was ist da dran so schlecht? Oder per Mundsteuerung, sogar per Sprachsteuerung. Du sagst, Einfach viel zu langsam.
die guten alten Schießeisen hier, Tastatur und Maus, das ist immer am schnellsten. Wenn du dann irgendwann Gedankensteuerung habe ich nicht, ne? Aber das wird auch herbe schwer umzusetzen, ich meine. Wie viele Gedanken schießen einmal kurz durch das menschliche Gehirn und sind sofort wieder weg? Das ist schon möglich, Du kannst in Computerspiele mit dem Gehirn steuern, das ist schon möglich. Das ist auch schon möglich. Das Problem an der Sache, der ganze Scheiß kostet erstmal ganz viel Geld. Und der zweite Scheiß ist, du musst dich übelst anstrengen, selbst für dieses Ping-Pong, ja? Da muss man sich so dolle anstrengen, dass dieses Ding sich da hoch und runter bewegt, ja? Und das kannst du ja mal für StarCraft 2 umrechnen, ja? Eben. Ja, im Moment, ich meine, das wird sich noch verbessern. Sicher, irgendwann wird man dann nicht mehr dran denken. Irgendwann. Ja, das wird sich alles noch verbessern. Man muss nur noch denken, ja, hoch und dann geht er hoch und so weiter. Oh Mann. Oh, was ist denn hier los? Ach, wie cool. Ah ne, oder auch nicht so cool. Aber wir wissen ja nicht, die Roboter werden uns ablösen, sondern... Die Kaninchen. Nein, der Döner. Der Döner. Der Döner wird uns alle überleben. Der Döner. Irgendwann wird der Döner den Menschen ersetzen. Tja, wer weiß. Ja. Kann passieren, wenn er gut schmeckt. Ja, man kommt, die Aliens greifen uns alle, rotten uns alle auf, nur um unseren Döner zu kriegen. Und der Döner tötet dann die Aliens, weil die Aliens den Döner nicht vertragen. Auch das ist denkbar. Und die Döner verschimmeln dann so übel, dass sie anfangen zu denken. Ja, und dass sie sich dann bewegen können. Kennst du das, wenn du dann so Joghurt mal zwei Wochen lang unter deinem, kennst du diese Eimer, die du dann 2 Wochen unter deinem Bett stehen hast und du so dann rausholst, dann siehst du richtig, wie sich das Zeug bewegen kann. Nee, aber ich kenne Leute, denen das... Das ist dir wohl schon mal passiert, habe ich das mal gesehen. Ist, aber so, das sah nicht lecker aus. Nee, das sieht mit Sicherheit nicht lecker aus. Das kann auch gar nicht lecker aussehen. Ja, ich geh mal wieder runter zu den anderen, ne? So, steige ich hier ab von meinem Roller. Ja, komm, ihr seid doch dreckige, ne? Ja, Juhu, da hast auch wieder recht, aber... Außer Bellboy. Was? Was? Nein, ich hab... Was ist das hier? Oh. Ich hab gar nichts gesagt. Achso, ich dachte das. Ich hab mein Riesenschild wieder entdeckt. Aber in den Episoden hattest du das auch. Ich wusste doch, dass ich's noch hab. Ich hab noch mal Nein, das war das normale, aber ich hab mir per Skill noch so ein modifiziertes geholt. Das ist noch voll dick, das ist quasi eine Penisverlängerung. Ja, das hattest du vorher auch schon. Verstehst du? Eigentlich gerade so richtig in der Welt. Warst du aber beim Friseur zufällig? Also könnte man es auch nennen, ja. Ja, ich hab mich schon gewundert. Dir fällt aber auch alles auf, Mundwolf. Ja, das hast wahrscheinlich gedacht, dass eine optische Täuschung zuerst war. Ich dachte erstmal, wer ist dieser attraktive Mann auf diesem Bild? Oh, wie freundlich. Na und selbst wenn... Dann würde ich es auch als Kompliment anerkennen. So, hier muss ich in das Gebiet rein. Alter, das ist doch eine, was ist das? Eine Helden plus 4 Mission. Wie soll ich jetzt alleine machen? Oh, Mann, was du musst online kommen. Ah, ich schaffe doch locker, die haben noch nicht.
Komm mal lieber online und hilf mir hier bei dem Flu und danach gehst du arbeiten. Mama, 28er. Die machen mich ja jetzt schon platt, Monitor. Oh Mann, wie ich dieses Spiel hat. Also ich pack's nicht schön, ich bin so gut wie tot. Ich bin tot, ey, wollte ich gerade zu spät. Oh, das ist doch scheiße. Ich habe hier nur noch krasse Missionen zu machen. Ach, ich glaub, du hast ja kein Abo, ne? Ich habe mich gerade gewundert, warum du nur 5 Sonnen zur Verfügung hast. Doch, ich glaube, ich kann mit den Leuten reden. Ich mein, ach ja. Brauche Hilfe. Ja. Ja, ja, ich sag ja, deswegen. Ach, du guckst auf den Stream zu. Also ja, ich die Mission pack ich doch nicht alleine, Mann. Ja, du bist aber auch kein Schmuggler. Hey, warte mal, wo ist denn hier mein, war das der? Ach, der Platz, genau. Guck mal, allein den Typ da, den pack ich schon nicht. Wie heißt denn die H4-Quest? Sag mal. Ja, da Sonderlieferung, oder? Ne, warte, warte. Jax ist ja, Sonderlieferung. Schreib den doch direkt mal an. Ach ja. Was ist das für ein Riesenvieh da? Soll ich auf den seine Distanz gehen? Ja, oder? Ja. Uiuiuiui, da wird aber hart in den Computer reingetippt. Alderaan. Ach, du schreibst mit englischen Personen. Nö, nö, das ist doch nicht. Küsschen Smiley, hm? Läuft, ne? Ich könnte mir ja noch einen Tee holen in der Wartezeit. Dauert das länger? Haben wir doch schon mal gesprochen, dass sie das extra machen mit den langen Wartezeiten. Ja, stimmt, damit echt? Man sich noch schön was holen kann, dann hole ich mir einen Tee. Oh nein! Nein, da tut sich was, ich trau mich nicht. Jetzt geht es bestimmt gleich weiter. Mach mir keinen Schock, Chef. Kein Kaffee, sondern Tee. Oh, was ist Schock? Oh. Ja, da hast du wahrscheinlich sogar recht. Oh, die sind ja auch schon alle da. So, huhu. Oh, ich hab gar keinen Plan. Ah, wie immer, ich hab gar keinen Plan. Und der muss man ja nicht sagen. Mitchell, ja. Da sind die Jungs. Was haben die denn drauf? Naja, die sind. Ich denke, boah, der sieht ja cool aus hier. Der Typ da. Das ist ja auch krasser. Wen ballern die denn da? Die können wir nochmal kurz jetzt zwischen an, ne? Guck, da werden ganz viele Bänder auf Auto, kann ich nicht nochmal verteilen. Ja? Ich muss noch ein bisschen Christmas was? So, okay. Okay, super.
Boah, Alter, welcher Bastard schießt da auf mich? Boah, Hilfe! Boah, ich bin so langsam. Boah, Leute, helft mir doch mal, das kann doch wohl echt nicht wahr sein, ey. Ich raff die gar nicht, auf wen die überhaupt ballern da, ey. Boah, bin ich abgefuckt schlecht. Oh, fuck you, man. Oh, ihr seid so scheiße, Mann. Ihr seid das schlechteste Team überhaupt, ey. Ihr habt überhaupt keine Koordination drin, ihr Fotzen. Ja, werde ich. Was für abgewichste Spaß. Ja, wenn ich fuck mit mir spiel, so ein Drecksgesicht, Mann. Und guck mal, der gesucht hat, der verpisst sich natürlich als erstes, ne? Kennt man so, ne? Ihr Loser. Du hast dich ernsthaft geschrieben, so. Oder? Ja. Doch. Hoffen wir mal, dass du damit keine Probleme bekommst. Und das ist mir sowas von egal, ich will kein Spiel mit Vollidioten spielen, ey. Ich will mir noch einen Gefallen tun. Echt, wie scheiße, weißt du, da bin ich gerade in der Gruppe drin und irgendeiner fängt an zu ballern. Und überall sind Typen, ey. Ja. Oh, auf dem Instanz sind sogar 57 Leute, ist ja krass. Und ein Medi-Ding habe ich verbraten, ey, viel zu hart.
Ja, Mitch, was geht denn jetzt, Alter? Viel zu hart. Ich will doch gar nicht in die Gruppe, oh Mann, hallo? Nicht gut aus. Oh Mann. So, was kann ich hier noch machen? Flash vor. Ach, so wieder da. Natürlich allein, oder? Ich glaube, ich muss. Der Orangensaft war auf jeden Fall lecker. Da kannst du. Ja. Also, Woodwolf, in der Zeit, wo du mir zuguckst, hättest du auch die Mission noch hier mit mir machen können. Das hätten wir ja locker geschafft. Du kannst eine Mission abgeben, ne? An diesem Stützpunkt ist eine Mission, die kannst du da abgeben. Einfach nicht überhaupt aus der Gruppe hier raus. Ja, richtig, du gehst jetzt gerade richtig. Du musst jetzt weiter geradeaus und dann ist also ein Kreis und dann. Jo. Das ist aber keine Mission, das ist ein Flashpoint. Dann ist es. Dann kannst du den erstmal nicht allein machen. Ich kann nicht mehr viel machen, ich muss diese. Hey, du musst viel Mission packen, aber kein Depp ist da, ey. Noch. Schon nach dir am besten mal, das ist immer gut. Deine Klassenquest, mach die. Was soll ich machen? Ach, kleiner Tipp, wenn du die Questnamen ganz schnell haben willst, ne, dann drück auf dein Quest-Tagebuch und dann Rechtsklick oder Linksklick plus Steuerung und dann werden die direkt in den Chat geliefert, ne? Also ich höre dann nochmal eine Runde Musik, okay? Das ist einfach ein totaler. Das ist einfach, ich kann dir die Musik nur empfehlen, das ist der jo, totale Ohr. Weiß schon. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Kreuzer. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Dann fahren wir mal dahin. So. Alles Geschichten. Genau.
So, und einfach die Straße runter. Wie er aus dem Senat herausstürmt, kann niemand mithalten. Hä? Genau. Ja. Da wollen wir hin, zu unserem Raumschiff. Hast du mit mir gesprochen? Hä? Eher mit mir selber. Boah, was ist jetzt los? Boah, fuck! Schon nicht Star Wars. Boah. Boah, geil, Kino-Action, Star Wars, der neue Teil, ich bin dabei. Irgendwas stimmt nicht, die wollen an mein Raumschiff, ich muss Rosenkraut mit Nüsschen kochen. Das ist doch ich spreche in dich. Dosenkraut mit Würstchen, das schmeckt so gut. Ich glaub, die Dosenkrautwürstchen, die sind köstlich lecker, Junge. Yeah, da wollte ich doch krass durch den Hangar. Alter, und da geht das Ding zu. What the fuck? Ready to rock. Ready to roll. Alter, ich hab doch gedrückt, Mann! Boah, das Spiel behindert. Uff, der arme Scheiß-Spiel. Alter, das war unglaublich. Na, Eiernste! Ja, so muss es sein. So ist mein Energieaufschlag. Ich hatte auch mal irgendwo so einen Skill. Ach, da ist er ja. Der Impuls so. Der ist wieder am Raumschiff. Diesen blauen hier. Fuck, was ist jetzt los? Die haben mir mein Raumschiff geklaut. Oh nein. Glaub's ja nicht. Ihr habt keine Zeit verschwendet, was, Captain? Wahrscheinlich seid ihr schneller gerannt als ein Baraktil auf heißem Sand. Bringen wird es euch trotzdem nichts. Tut mir leid, dass ich nicht persönlich da sein kann, aber meine kleine, süße Leber hält nichts von Gewalt. Aber keine Sorge, ihr werdet viel Spaß mit meinen Freunden hier haben.
Gebt mir einfach den Hyperantrieb und ich werde euch nicht töten. Ihr habt ein richtiges Talent für Späße entwickelt. Na, zu schade, dass ihr das niemandem mehr zeigen könnt. Captain, hier sind Sergeant Tutonian und seine Leute. Sie haben als Söldner für die verschiedenen Häuser gearbeitet, aber jetzt arbeiten sie für mich. Der Sergeant hat gütigerweise und, wie ich sagen muss, ohne große Umschweife meinen Auftrag angenommen, euch zu vaporisieren. Sie hätten im Bett bleiben sollen. Los geht's, Männer! Los geht's, Männer! Alter, schieß doch um, Mann. Ihr habt entweder mehr Glück als alle anderen in der Galaxis, oder diese Söldner hatten wirklich Pech. Na, dann muss ich die Holo-Aufzeichnung wohl doch löschen. Schickt mir aber erst eine Kopie davon zu. Ha, wohl für eure Sammlung, wie? Ich würde dir zu gerne noch plaudern, aber ich muss einen schicken neuen Hyperantrieb einbauen. Ich liebe dieses arkanianische Zeug. Passt gut auf meine restlichen Sachen auf, Captain. Ich werde sie mir schon bald holen. Ich habe gerade gehört, was passiert ist. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich konnte aber herausfinden, dass Skavaks Schiff im Raumhafen von Haus Tol ist. Er ist wohl dort, um diesen Hyperantrieb einzubauen. Wir haben immer noch Zeit, ihn uns zu schnappen. Ich werde uns so schnell wie möglich zu dem Raumhafen fliegen. Langsam, Captain. Ganz so einfach ist es nicht. Das Haus Tol wird vom Imperium kontrolliert. Skavak hat eine Landeerlaubnis. Aber ihr werdet euch wohl zu Fuß reinschleichen müssen. Zum Glück kenne ich hier jemanden, der mir noch einen großen Gefallen schuldet. Okay. Er schleust euch in den Raumhafen und ihr könnt den Hyperantrieb holen. Was ist, wenn ich es nicht zurückschaffe, Schätzchen? Werdet ihr mich vermissen? Macht euch nicht lächerlich. Ihr überlebt immer. Mein Kontakt wartet bei diesen Koordinaten. Oh, und es gibt vielleicht eine Möglichkeit, wie wir von diesem ganzen Debakel profitieren können. Das Haus Alde will immer noch diesen Kopf. Pima Ahaf. Er bezahlt vermutlich alles, was ihr verlangt. Mal sehen, was er zu sagen hat. Er hätte einen handgemachten arkanianischen Hyperantrieb dafür hergegeben. Er zahlt sicher viel. Ihr könnt den Handel mit Pima in einer Sicherheitszone auf eurem Weg zu meinem Kontakt abschließen. Viel Glück. Yeah, sehr schön. Mondwurf, bist du noch da? Mondwurf, bist du noch da? Ach so, ich kann die Sachen hier gar nicht wählen. Ich verstehe, lol, ihr abgezockten Schweine. Ach so, doch, kann ich. Ja, schön. Boda hat Wert 62, 62 plus Stärkungsausdauer. Plus 20 Stärke. Ah, das ist doch okay.
Okidoki, würde ich sagen. Let's go. Lässt mein Raumschiff ist weg. Verdammt, das ist ein Fleisch. Warum sind denn da immer noch welche? Gemacht. So, jetzt aber schnell raus hier. Ich werde mich beim Sicherheitsdienst beschweren, dass es möglich ist, in so einer großen Basis mein Schiff einfach zu knechten. Das Chase Guy für mich. So, da vorne dann rechts rein.
Okay. Ab hier geht's dann ab. Weiter da lang. Sind also auf Kurs. Oh fuck. Gute Arbeit. Auf den schnappen wir uns zum Chewbacca. Das wird nicht einfach. So langsam kommt es wieder rein. Auf, schlag nochmal drauf, Junge. Yeah. Abgebrutzelt. Zwei von denen, okay. Ah, wollen wir uns erstmal etwas zu holen. Verträgt viel zu viel, ey. Gut.
Umbro. Schwarze Garde, ey. Zu zweit oder was? Okay, warte. Doch. So, dann reden wir mal mit denen. Beeindruckend. So schade, dass das Haus Organa euch vor mir entdeckt hat. Ja, doch. Tool könnte jemanden mit euren Fähigkeiten gebrauchen. Ich bin Baron Jarkus Tool. Besser bekannt als der Wolf-Baron. Ist der Duke auf dem Weg oder hat der alte Mann euch an seiner Stelle geschickt? Organa ist unterwegs. Macht euch keine Sorgen. Hervorragend. In der Zwischenzeit möchte ich euch etwas zeigen. Heronus? Ich bin Bran Son. Ich bin in 8. Generation ein Untertan des Hauses Organa. Meine Familie wurde zusammen mit vielen anderen vom Haus Tool gefangen genommen. Sie behandeln uns gut. Baron! Was habt ihr mit meinen Leuten gemacht? Haltet euren Duke besser zurück. Die Gefangenen sind in einer heiklen Lage. Ich sage es euch nur einmal. Lasst die Gefangenen gehen. Sofort. Ich habe 384 Gefangene. Ich bin bereit zu verhandeln. Ich werde es tun, Baron. Das Haus Organa wird nicht ohne mich fallen. Nein. Ich will euren Freund. Er wird mein Gefangener im Austausch gegen die Geiseln. Woher weiß ich, dass ihr die Abmachung einhaltet? Er wird sein Wort halten. Das Haus Tool will sein letztes bisschen Ehre nicht auch noch verlieren. Vielen Dank, Duke. Ihr könnt euch in unseren Gefängnissen entspannen, bis die Republik euch auslöst. Oder ihr könnt 300 Tote auf dem Gewissen haben. Ich liefere mich euch aus. Lasst die Geiseln gehen. Man wird sich an euch erinnern. Das verspreche ich euch. Setzt Gas ein. Er muss außer Gefecht bleiben, bis der Transport bereit ist. Die nächsten Stunden haben wir Ruhe. Wir sind sicher. Was ist das? Am Eingang. Angriff! Zerstört die Tool-Eindringlinge und befreit den Gefangenen! Yeah, Action Jackson.
cool, irgendwas richtig Geiles. Es geht da oben. Nichts. Seid ihr verletzt? Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, als wir gehört haben, was geschehen ist. Erklärt mir mal jemand, was hier vor sich geht? Wir. Der Wolfbaron hat uns freigelassen, als ihr euch ausgeliefert habt. Es war unsere oberste Pflicht, euch zu retten. Aber die Thul-Armee rückt wieder vor. Wir brauchen eure Hilfe. General! Was soll ich denn tun? Wir sind es gewohnt, gegen Blaster zu kämpfen, nicht gegen die Macht. Frontalangriff, Hinterhalt. Es zählen nur die Ergebnisse, nicht wahr? Okay, man. Geht. Rettet unser Haus, wie ihr auch uns gerettet habt. I will. Okay, I've got it. Vier von fünf. Oh. Jo.
Sehr gut. Hier einfach bis dahin. Das denn hier? Hat hier schon einer alles abgefarmt oder was? Wo sind denn die Sith-Kriegerschüler da? That's what I call Colbert Schuster. So, schon harte Brocken. Mit richtig langen Locken. Was ist das andere? Kultzellen-Semisimo. Ah, 32er Gangsterboy. Oh, ich hab's schon gepackt. Ah, danke schön. Ja, danke. Ist hier noch so ein Jedi Motherfucker-Film? Puh, 3. Das kann dauern, bis der wiederkommt, glaube ich. Da ist ein Christus-Kriegerschüler. Der sieht aber anders aus. Oh boy, boy, boy. Eigentlich so sagen. Der haut aber auch ordentlich drauf. Boah, fuck, den pack ich gar nicht. Vielleicht mit ganz viel Saft in der Hand. Und ein Tritt in die Linie 2.
Aua. Egal, was du machst, ich halt drauf. Ha. Ich habe meine Hartnäckigkeit doch ausgezahlt. Lass ihn mal aufstehen. So einen noch und dann hab ich's. Und dann können wir auch mal langsam breaken für heute. Dann werde ich schon noch ein bisschen Far Cry 3 da dann, denke ich mal. Oh toll, der Jedi ist immer noch nicht zurück. Oh, krass, direkt vor unserer Nase ist einer. Angreifen, Joshua. Boah, der steht nur da, der Idiot. Gute Arbeit, Boda. So. Mission erfüllt. Eiskalt. Ja. Vollkraft voraus. Oh, verdammt. Ha, wie cool, dass er nur einen Melee-Angriff hat, da kann ich ihn abschütteln. So, das ist ein Verbündeter? Ne, sind es gar nicht. Oh, oh, gib doch mal Gas, ey. Guckst du mich an, hä? Wo muss ich noch mal hin? Ah ja, da muss ich. Hilfe, Hilfe, ich weiß nicht getroffen. Oh je, oh je, oh je, Hilfe. Cool, da ist er auch schon. Die Kryobahnwaffen. Jetzt Hallo. Stehen die Tool-Soldaten mit leeren Händen da. Watabotinyanu Chanubota.
Ja, da guckst du. Pchim, pchim. Kein Bock, Adunka, Wanga, Wanga. So geht's vorwärts, jawohl. Aha. Was? Nein. Nein. Gebäude, Corso. Echt das? Boulder, Gefechtsarmband, Stärke 20 plus Ausdauer, 21 Stärke, 13 Ausdauer, 23 Ausdauer. Gut. Oh, ich habe ein neues Medipack. So, das sind zwei Feldmedipack und Trauma-Medipack. Gut, ja, da hat sich einiges getan. Ich darf mich von euch verabschieden. Es hat super viel Spaß gemacht. Bis bald, euer Jeff von Shades of D. Ciao, ciao.